Herzliche Einladung zum 18. Lauf in den Frühling am 10. Mai in Freital. Dass der Lauf immer eine Reise wert ist, liegt sicher nicht nur an den vielen verschiedenen Laufstrecken, sondern auch an der malerischen Umgebung entlang des Naturschutzgebietes im Rabenauer Grund. Neben dem Bambini-Lauf, den 2, 5 und 10 Kilometer Strecken sowie den 5 Kilometer Firmenlauf gibt es auch in diesem Jahr wieder einen Halbmarathon. Auch mit dieser zusätzlich anspruchsvollen Strecke soll der Lauf wieder eine interessante Mischung aus jungen und alten Läufern, aktiven und nicht aktiven bleiben. Ziel ist es, nicht nur die besten und aktivsten Sportler in Sachsen zu finden, sondern auch jung und alt für das Walking und Laufen zu begeistern. Rund um den Weißeritzpark Freital gibt es beste Bedingungen für alle Läufer. Neben ausreichend Parkmöglichkeiten bietet das Freizeitzentrum Heinz in seiner Schwimmhalle ausreichend Platz zum Umkleiden, Waschen, Duschen und auch kostenlosen Baden nach dem Lauf. Dazu lässt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm keinerlei Langeweile bei Teilnehmern und Zuschauern aufkommen. Wieder mit dabei sind Moderator Gerd Zimmermann und natürlich auch der Schirmherr des Laufes, Oberbürgermeister Klaus Mettich. Gute Verkehrsanbindung sowie ausreichende Parkmöglichkeiten runden das Bild ab. Sportler können sich noch bis zum 8. Mai online anmelden. Alle Kurzentschlossenen können danach direkt vor Ort bis eine halbe Stunde vor Laufbeginn gegen eine Nachgebühr von 2 Euro anmelden. Der 18. Lauf in den Frühling am 10. Mai ab 9 Uhr am Weißeritzpark Freital.